Die Frauen am Brunnen im Juni wollen Sie sich unterhalten über Charles Eisensteins Ideen über Spiritualität. Bevor jetzt rede ich schon Englisch wieder mal. Vorher wollen wir uns mal wieder hinein in unsere Runde begeben, indem wir ein kurzes Check-in machen. Und wer mag anfangen und dann weitergehen? Dann fange ich an und wir waren heute Vormittag noch in Oberösterreich und habe ich den Garten betreut, was mir immer großen Spaß macht. Und jetzt waren wir eingeladen bei meinem Cousin in Salzburg, wo der unter uns wohnt, und haben geplaudert und die Kinder betrachtet in ihren Aktivitäten. Das sind kleine Kinder und sehr, sehr lustig. Und ja, und jetzt nach kurzer Pause freue ich mich auf das Gespräch, weil das war ein netter Zufall, dass ihr geschrieben habt von diesem Buch, dass ihr euch das interessiert, weil mir hat es eben vor kurzer Zeit eine Freundin mitgegeben und hat gesagt, ich glaube, das interessiert dich. Und ich habe aber noch nicht so viel gelesen, aber die beiden Kapitel habe ich jedenfalls auch mal gelesen und schaue dann weiter, was alles drinsteht. Ein bisschen weiter habe ich schon geschaut, aber ja, und ich gehe weiter an. Wer mag denn? Monia, magst du? Ich bin noch gerade beim Eisenstein kopieren. Aber macht nichts. Ich habe nur Spirit gelesen, weil Orthodoxie habe ich nicht gefunden. Jetzt sehe ich wieder, dass es das gibt. Und ja, dass man Fleisch und Geist nicht trennen soll, kommt mir natürlich sehr entgegen. Und somit gebe ich weiter an die Erika. Also ich hatte jetzt eine schöne Woche mit Charles Eisenstein. Bin sonst habe sehr viel Zeit gehabt zum Lesen und habe so viele Parallelen gefunden, einfach zu anderen Autoren, sogar also auch aus dem buddhistischen Bereich, aus dem integralen Bereich, aus dem schamanischen Bereich. Also ich habe so alles so von allen Seiten beleuchtet, vor allem auch aus der Quantentheorie, und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mich jetzt heute richtig gefreut auf das Gespräch, weil mich sehr interessiert, was ihr dazu sagt. Und ja, ich gebe weiter an die Ramona. Ja, ich verbringe jetzt die Tage am Bodensee. Und genau, bin behütet, weil hier so viel Sonne ist, dass ich mich schützen muss, weil ich da ja etwas aufpassen muss auf mich. Und ja, jetzt ist Feierabend und ich freue mich, bei euch zu sein. Und dann gehen wir doch mal über einen großen Teich, Victoria. Danke, ein sehr schöner Hut. Du musst dich auch... Du musst dich auch drinnen schützen. So viel Nein, Sonne. Aber meine Blume, die sind jetzt am Hut und deswegen dachte ich, ich ohne Blume ist ja nackig und deswegen, bevor ich alles umbaue, habe ich den Hut aufgesetzt. Ich habe mein wie heißt das, so ein Waschtuch, weil die Haare immer so wild sind. So, ich freue mich auch sehr, aber ich habe auch sehr viel Angst. Also Eisenstein finde ich schwierig genug auf Englisch, und wie man ihn bespricht auf Deutsch ist, ich werde wahrscheinlich viel lieber zuhören als reden. aber ich finde, also ich finde ihn eine sehr wichtige Person in unserer heutigen Gesellschaft, weil er so, so ein breites Feld öffnet und es betrifft fast also jede Person in unserer Welt jetzt und sehr, sehr wichtig, finde ich. Und ich gebe weiter an Marie-Rose. Hallo. Mir geht es gut mit dem schönen Wetter, weil ich viel im Garten sein kann. Und ich habe das von Charles Eisenstein jetzt nicht gelesen. Ich habe jetzt nichts davon gelesen, weil ich gerade zwei andere Bücher dabei bin zu lesen, über die ich mit jemandem in Gespräch bin. Und
der Charles Eisenstein ist mir immer wieder über den Weg gelaufen, aber ich habe tatsächlich nie angebissen und weitergelesen, obwohl der Titel seines Buches, ich den Titel seines Buches immer sehr schön und sehr ansprechend fand. Ja. So weit, von daher bin ich mal gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Tut mir leid, ich konnte das jetzt wirklich nicht mehr, also so in so kurzer Zeit nochmal das lesen, weil ich eben auch bei dem anderen bin. Ich gebe dann weiter an Heidi. Ja, ich glaube, ich bin noch dran. Ja, ich bin, es ist jetzt endlich hier auch ein bisschen Sommer ausgebrochen und habe die letzten Tage viel im Garten verbracht, mehrere Eimer Kartoffeln geerntet. Und die schmecken ja wirklich richtig gut. Ich habe jetzt die Kartoffeldiät sozusagen hinter. Es macht mir einfach Spaß, in der Erde rumzuwühlen. Und das ist wie ein, ja, es ist anstrengend, komplett, ja, und auch mähen und alles. Aber anschließend fühlt man sich, ich habe jetzt was Wirkliches gemacht, ja, statt immer nur am Computer rumhängen oder so. Ansonsten, ja. Alles gut, nächste Woche fahre ich eben nach Deutschland, da lerne ich die Ramona mal live kennen, das ist auch schön. Und da gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, zu dem Thema, ich fand das Buch eben sehr schön. Wie heißt es auf Deutsch? Eine schönere Welt, die unser Herz weiß, dass sie möglich ist oder so ähnlich, nicht? Und in das Kapitel 14 heißt halt ja, auf Englisch Spirit, there is another world, but it is in this one. Es gibt eine andere Welt, aber die ist innerhalb von dieser. Und das fand ich irgendwie so eine Herausforderung, was er da so schreibt, der Unterschied, dass wir immer Trennungen einrichten. Also das ganze Buch geht über Trennungen, dass wir in der Trennung leben statt in der Verbindung. Ich hoffe, ihr werdet nicht allzu sehr über meine bellenden Hunde da gestört. Und dann sagte er, ja, Spiritualität, wie wir sie heute leben, ist eigentlich auch auf Trennung basierend. Und deswegen fand ich das interessant. Ich gebe mal weiter, damit es nicht gar zu laut ist, was die da unten. Fangt ihr mal an, was ihr verstanden habt damit. Und der deutsche Titel hat mir sehr angesprochen. Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Ups, jetzt bist du auch stumm. Jetzt bist du stumm. Du bist irgendwie rangekommen. Ja. Habt ihr das gehört? Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich. Und das hat mich sehr angesprochen. Und dann wollte ich dich bitten, dass du den englischen Titel einfach noch einmal wiederholst. Entstummt, jetzt bin ich entspannt. The more beautiful world our hearts know is possible. Ja, jetzt ist auch gerade Bellpause, jetzt kann ich noch weiterreden. ich fand es eben spannend, dieses Konzept der ständigen Separation, die ständige Trennung, die wir ja jetzt bei Corona und so weiter ganz stark gesehen haben. Aber dass das in dem System liegt, in dem wir seit langer Zeit drinstecken, das war mir irgendwie gar nicht so klar. Und dass es in unserem Denken liegt, in unserem Fühlen liegt, im Allem und Allem und Allem. Und da dachte ich, oh. Und dann Spiritualität ist doch toll, ne? Und ach nee, da haben wir ja auch eine Trennung zwischen Körper und Seele und Geist und hin und her und die andere Welt, da rede ich ja auch oft davon, und diese Welt und so. Und das ist ja auch wieder eine Trennung. Und das fand ich so sehr spannend, wie er darüber gesprochen hat. Wir brauchen ja das nicht unbedingt nachvollziehen, was da drin steht, aber was denkt ihr dazu, auch gerade zu dieser Trennung in unserer Art, wie wir Spiritualität verstehen und leben. Also was mich sehr angesprochen hat, ist im Grunde genommen, dass die Trennung ja durch die althergebrachte Newton'sche Physik im Grunde genommen mehr oder weniger zu uns in unser Weltbild gekommen ist. Also das, dass im Grunde genommen das Universum tot ist und dass wir einfach separate Menschen sind, die so nebeneinander herleben und gar nicht so stark in Verbindung sind. Jeder macht halt so sein Ding.
Und ich kann mich erinnern, das war jetzt in den 90er Jahren. Im Grunde genommen ist das schon aufgegriffen worden. Also da gibt es ein Buch, ich habe mir das hergekramt, das hatte ich damals gelesen. Ich weiß nicht, also das finde ich sehr, das heißt Briefe an Vanessa. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Das heißt über Liebe, Physik und die Wiederverzauberung der Welt. Und da wird es ganz genau dargestellt, in welchem Sinne, was uns im Grunde genommen unsere Generation beeinflusst hat, wie es zu diesem Separatismus einfach auch gekommen ist. Und was mich sehr jetzt schon fast mitgenommen hat oder sehr beschäftigt hat, dass im Grunde genommen die ganze Ernährung, das Schulwesen, die Politik, unser Konsum und so weiter, dass wir in diesem Zeitgeist eigentlich auch aufgewachsen sind. Also ich sage jetzt ich und auch Und dass da aus diesem Zeitgeist heraus auch, wenn ich jetzt bei mir bleibe, meine Glaubenssätze entstanden sind. Und wo es jetzt darum geht, die Glaubenssätze zu modifizieren. Und ich kenne ja noch, also ich habe ja meine Glaubenssätze immer sehr geliebt. Und jetzt dann zu forschen, also das geht jetzt bei mir persönlich einfach so richtig los. Ich bin an diesen Glaubenssätzen hängen geblieben und tatsächlich kann sich mein Weltbild nur verändern, wenn ich meine Glaubenssätze verändere. Und das ist jetzt im Moment das fasziniert mich im Moment. Also das macht mir so, ja, so ein tolles Gefühl irgendwie, weil ich so ein bisschen so ein Zipfel von dem gefunden habe, wo ich ansetzen kann, wo ich nachdenken kann und. Und genau, das ist jetzt mal von mir. Ich finde das auch sehr schön. Ich habe das ganze Buch noch nicht gelesen. Jetzt weiß ich nicht genau, vielleicht kann wer von euch da nochmal einfügen, was er genau meint mit diesem Interbeing, was immer wieder vorkommt. Da wäre ich dankbar, wenn das wer vielleicht einfügen könnte. Was mir schon vorkommt, dass er den Fokus auf die Trennung legt, das ist wirklich interessant, weil dann da das so bewusst wird, wie du jetzt gesagt hast, Erika. Und für mich ist das aber fast eher so eine Polarität. Es gibt den Pol, wo ich mich getrennt denke und es gibt den Pol, wo ich mich verbunden denke. Und dazwischen changiert es immer hin und her. Ich glaube nicht, dass aus meinem Blickwinkel jetzt mal, ist die Lösung nicht, dass man jetzt in eine totale Verbundenheit hineinplumpst, sondern dass man irgendwie die Polarität irgendwo positiv für sich öffnen kann und leben kann. Ein bisschen bin ich da beeinflusst von Martin Buber, den Leser habe ich jetzt gerade gelesen, Ich und Du, das habe ich in der Jugend gelesen und jetzt wieder mit einer Freundin. Und der macht den Unterschied zwischen der Du-Verbindung. Du kannst mit einem Menschen in die Du-Verbindung gehen, aber du kannst auch mit Tieren, Natur und so weiter in eine Du-Verbindung gehen. Und der Gegensatz bei Buber ist die Es, das Es, es wird rausgesetzt aus dir, es ist extra. Also es ist ein bisschen ein ähnliches Thema, ein bisschen anders aufgearbeitet. Und an dem wäre jetzt da dranbleiben in dem Gespräch und vielleicht hier und da was einfügen. Erika, magst du was sagen zu Interbeing oder zu Separation? Soll ich was sagen? Also so wie ich das verstanden habe, ich meine, der Thich Nhat Hanh hat ja fast denselben Begriff verwendet. Ich glaube, das heißt sogar so sein ganzer Hintergrund, Interbeing oder Intersein. Ich habe das einfach so verstanden, dass wir im Grunde genommen jetzt aus einer Quelle stammen und dadurch alle miteinander verbunden sind. Das hat ja der Sheldrake ja im Grunde genommen durch diese morphogenetischen Felder, das ist ja schon lang im Grunde genommen jetzt im Feld, auch im spirituellen oder im esoterischen Feld. Also das ist insofern jetzt gar nichts so Neues. Und das im Grunde genommen sehe ich das ja auch bei der Schattenarbeit vom Wilber, dass du im Grunde genommen quasi so weit und so tief in dich geht, dass du ich bin und ich du, also dass wir im Grunde genommen alle
so miteinander verbunden sind. Und das finde ich schon auch gut, Josephine, was du auch gesagt hast, dass das, das klingt sehr erleichternd, wenn man, wenn man sagt, okay, ich habe ja vielleicht auch die Wahl, also ich muss ja nicht in diesem Allverbundenheitsgefühl jetzt irgendwie aufgehen, sondern ich kann ja da auch mit ein bisschen spielen und ein bisschen leicht auch umgehen. Aber so diese Wiedervereinigung, die er dann quasi nennt, zwischen Geist und Materie oder zwischen Aktivisten und Spirituellen und so, also das ist für mich ein ganz, ganz toller Ansatz. Also das, ja, und was mich auch freut, er macht es nicht schwer, er macht es auch leicht, er kann auch über sich selber lachen und im Grunde genommen auch, ja, genau, also das jetzt zum Interbeing, so wie ich es verstanden habe. Ich möchte noch ein bisschen was anfügen. Ich habe so verstanden, er sagt, wir leben in einer, wir haben in einer Story der Separation gelebt, also der Trennung. Er sagt immer, wir leben in einer Geschichte praktisch, aber Geschichte als Story, ne? Nicht History natürlich auch. Aber und die neue Geschichte, auf die wir jetzt zusteuern, ist noch nicht, hat sich noch nicht entwickelt, ist noch nicht da. Und wir sind jetzt in diesem Interbeing, so habe ich das verstanden, wir sind in diesem Intervall zwischen der alten Geschichte, die nicht mehr passt. Wir merken ja, was passiert in der alten Geschichte mit Konkurrenz und Streben und dies und das, was das alles für Zerstörungen bringt. Aber die neue Geschichte, das sich wirklich verbunden fühlen mit allem, was ist, Natur oder was auch immer, die ist auch eben noch nicht da. Und deswegen sind wir so da dazwischen. Das ist das, was ich unter Interbeing verstanden habe. Ja, danke euch beiden. Ja, das war eine gute Ergänzung. Ich habe an die an das Manichäismus gedacht eigentlich. Das war meine erste Idee, diese uralte, eine der ersten sogenannten Ketzereien. Also von Christentum, wo Körper als Böses, der Körper war böse und nur Geist war rein und man musste immer die voneinander trennen. Und irgendwie habe ich ein uraltes Thema, also diese Spaltung zwischen Materielles und Geist. Und irgendwie, ja, für mich ist Eisenstein, ich würde mich sehr gern irgendwann, wenn ich Zeit habe, mehr mit ihm auseinandersetzen, weil er nämlich alle diese verschiedenen Themen von einem, ich weiß nicht, ich würde es als neutral beschreiben irgendwie. Also er ist zwar nicht religiös, aber auch nicht dagegen. Er ist nicht ein so harter Agnostiker oder Atheist wie viele Naturwissenschaftler heutzutage, besonders zum Beispiel Richard Dawkins, der so ganz wild ist gegen alle Religionen. Und irgendwie, das ist für mich also das Hauptthema irgendwie, wenn ich mich mit einem Philosophen auseinandersetze. Also wie steht er eigentlich zu diesen Themen? Und das war für mich, ich fand diese Kapitel, auch der Orthodoxie-Kapitel, eigentlich sehr, sehr fair. Fair sagt man auch auf Deutsch, oder? Irgendwie, dass er hat so einen sehr objektiven Einblick irgendwie, finde ich. Und nicht, er schreibt zwar polemisch, aber irgendwie trotzdem finde ich, dass er so eine weitere Sicht hat. Aber über Interbeing, ja, das ist die Frage, Heidi, weil ich, also Interbeing
denke ich immer an Thich Nhat Hanh, weil er eigentlich das Wort, soweit ich weiß, hat er das Wort gegründet, also oder erfunden. Und das ist, also Thich Nhat Hanh, also seine ganze Philosophie besteht auf diese Interbeing. Und es ist die Frage, wie Eisenstein das aufnimmt, ob das eigentlich, weil irgendwie diese Transitionsidee habe ich auch interessant gefunden. Also, dass wir eigentlich auf dem Weg sind und irgendwie diese, dieses Zitat von Yeats, dass die eigentliche Welt in unserer Welt schon besteht. Also, das ist die Hauptsache. Naja, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ich habe gerade gesehen, ist ja ein ganzes Kapitel. Das ist ja das dritte Kapitel. Also darüber könnten wir auch einmal reden, weil ich finde es schade, dass wir das jetzt nur so abhandeln. Es ist schon eine wesentliche philosophische Einstellung. Also wenn man die Position einnimmt, dann kann man vieles andere auch so. Ich habe jetzt nur auch, ist mir aufgefallen, dass er auch also die, wie heißt es? Moment, jetzt muss ich wieder nachschauen. Wo haben wir es denn? Da gehe ich mal kurz dazwischen rein, zu sagen, ich glaube, dass Eisenstein wirklich ein integraler Denker ist, der ganz viele Positionen von ganz vielen Perspektiven gucken kann, ohne sich für eine entscheiden zu müssen und die dann hochhalten. Ha, so ist es. Das sagt er eigentlich nie. Ne? Und das finde ich, schätze ich sehr. Ja, The Ascent of Man. Also im Kapitel Spirit hat mir also gefallen, is non-dualism better than dualism? Allein schon die Kritik, ich sage es jetzt auf Deutsch, dass etwas besser ist als das andere, ist ja schon wieder dieses das Konzept, dass etwas besser ist als etwas anderes. Also da ist er, und das Near-Death Experiences, um den Himmel zu beweisen, also er ist mit seinen mit seiner Kritik sehr sachte, sagen wir mal so. Ne? Ja, und das Schöne ist ja auch, dass er das als Fragen stellt und nicht ja, als genau, Kritik. Er stellt hauptsächlich Fragen, ja. Dass man sich überlegen kann, ja, ist denn wirklich nun Dualität besser als Dualität, ja? Oder warum soll diese Welt schlimmer sein als die andere, schlechter? Also er tut praktisch in Frage stellen unsere Bewertungen von gut und schlecht. Diese beiden Pole, ob die wirklich immer so günstig sind. Und was diese Welt betrifft, dass wir unsere Welt so auf die nächste Welt warten, aber die andere Welt ist ja schon hier. Ne? Das fand ich also ein gutes, ganz schön. Und es hat doch auch irgendwas mit Christentum zu tun, oder? Also ihr seid ein bisschen besser bewandert als ich, aber es kommt mir so vor. Naja, aber für mich ist die Frage, auf der einen Seite finde ich diese Nicht-Gleichgültigkeit, wie heißt das, gleich, also dass er alles auf einer Ebene stellt. Gleichmut. Entschuldigung. Aber andererseits finde ich persönlich, dass die schwerste Krankheit von unserer Gesellschaft heutzutage so Relativismus ist. Sagt man das auf Deutsch? Relativism? Relativismus. Relativismus. Ja, nicht? Heidi? Ja, ja, Relativismus. Oh, Relativismus, ja. Das irgendwie eine, und man sieht das besonders bei den jüngeren Generationen, dass sie jetzt keine Idee mehr haben, also was richtig ist oder falsch oder was gut ist oder böse oder was also tugendhaft ist oder also übel, ich weiß nicht.
Und das ist nämlich die Frage, wenn wir nur Fragen stellen und immer offen bleiben, dann ist die Frage, wie geht man weiter eigentlich damit? Also es ist eine sehr heikle Sache, glaube ich. Man soll offen bleiben, aber nicht so offen, dass man keine Ahnung hat, wohin man geht irgendwie. Das ist das, was im Integralen eben gesagt wird. Wir wollen aus der Beliebigkeit der Postmoderne raus. Ne? Die Beliebigkeit, ja, alles ist irgendwo richtig, alles ist irgendwo gut. Dann kann man keine richtigen Entscheidungen treffen mehr. Das, was du meinst, genau. Gell, Victoria? Ne? Ja, genau, danke. Das ist viel besser gesagt. Ja, ich denke halt, dass die Wörter richtig und falsch halt oder gut und böse das Problem sind. Ich könnte mir vorstellen, wenn man eine Ausrichtung hat, dann könnte man ja stattdessen sagen, ist das dienlich oder nicht dienlich, um dahin zu gehen, wo man hin will. Das halte ich für eine bessere Unterscheidungskategorie als so schwarz-weiß, ja, so gut, böse oder irgendwas. Ja, ich würde, ja, sicher, dienlich und nützlich oder sinnvoll oder ich habe jetzt richtig gemeint im Sinn von richtig für mich in meiner Situation jetzt gerade, ne, ja. Und sinnvoll mag ich im Allgemeinen oder ja, dienlich mag ich im Allgemeinen noch lieber. Ja, in der Psychologie, wenigstens hier in Amerika, ist das Gespräch immer von hilfreich oder nicht hilfreich. Und es gibt überhaupt keinen so moralische Unterscheidung. Es ist nur, ist das hilfreich oder ist das nicht hilfreich? Also bei Gedanken oder Taten oder was immer. Also die Unterscheidung jetzt, wenn man jetzt so in die Richtung geht, dass man sagt, man braucht jetzt irgendwas Festes oder irgendeinen Orientierungspunkt, dann finde ich das mit, ist es hilfreich oder so. Ich finde das ein bisschen zu, also das, da kann man natürlich streiten, ist was hilfreich oder nicht. Also wo ich jetzt nochmal, wenn ich an dieses Interbeing nochmal, wenn ich da nochmal da zurückgehe, wenn man sagt, dieses gemeinsame Verbundensein ist so ein was ganz oben steht. Dann fällt mir so das wichtigste schamanische Prinzip ein. Alles hat Bewusstsein, ist lebendig und gibt Antwort. Das ist im Grunde, es ist, wenn ich jetzt aus dem heraus quasi lebe und für mich persönlich so ein roter Faden, so eine Richtlinie. Alles andere ist mir dann zu, wo man sagt, naja, da kannst du ja auch drüber diskutieren, was ist. Also da kommt man auch gleich ganz wieder in irgendwelche Regeln und Vorschriften. Aber ich glaube, dass es tatsächlich um ganz, ganz, ganz stark um Bewusstseinsentwicklung geht. Und er sagt ja auch oder überhaupt, dass es heißt, da werden auch nicht alle Menschen mitgehen und mitgehen können. Und was für mich am aussagekräftigsten überhaupt ist von dem, was er sagt, dass eben diese neue Welt schon da ist, dass die nicht in der Zukunft ist. Und dass diese neue Welt, und um das geht's ja in jedem Spiritualismus, das heißt, ist ja im Christentum ja genauso oder im Buddhismus und bei den Mystikern, dass im Grunde genommen das Himmelreich ja schon angebrochen ist und dass das so die, also so sehe ich das, die eigene Aufgabe ist, da in diese Richtung zu gehen und da diese Qualitäten in sich zu entwickeln, ist im Buddhismus genau dasselbe, also das, dass wir nicht auf irgendwas warten, was dann irgendwann mal kommt, wenn Krieg aus ist oder das, sondern dass ja überall das schon zu sehen ist. Das ist für mich so die Quintessenz von dem Buch im Grunde genommen, das, was mein Hoffnungsbild ist und mein roter Faden. Wenn man sich das erschließen kann, wenn man sehen kann, ne? Dass das schon da ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir lernen sollen, das oder können, das sehen zu lernen. Hm? Und nicht festzuhängen immerzu in der Trennungswelt, sondern in die Verbindungswelt zu kommen. Denn sehen bedeutet ja, wenn man es in sich hineinkommen lässt, statt nach draußen zu gucken, sondern
den Eindruck in dich hineinkommen lässt. Das ist ja, da gehst du ja in Verbindung. Wenn du nach draußen guckst, so scharfer Blick, das ist ja Separierung. Da sieht man das und dann sieht man das und sieht man das und dann macht man die Analyse und so weiter. Man sagt ja, dass eigentlich das Sehnerv oder das das Sehen an sich was Analytisches ist und das Hören eigentlich etwas Perspektives. Also nicht Perspektive, wie nennt man das? Empfangendes. Und wenn wir mit dem Sehen das auch lernen, empfangend zu sehen, dann stelle ich mir vor, so wie ich es verstanden habe, dann sind wir praktisch, kommen wir der anderen Welt, der neuen, der schöneren Welt, beautiful world, etwas näher. Ja, das ist doch das Ich und Du, also Idee von Buber, gell? Josephine? Du bist entstimmt. Was? Okay, es hat gerade nicht funktioniert, das Lautschalten. Jetzt ist es gegangen. Ja, der Buber ist ja ganz interessant. Er sagt ja, wenn du in die Du-Beziehung gehst, also wirklich in eine Beziehung, die dich selber verändert, dann bist du ja auch gleichzeitig immer mit der irgendwie auf irgendeiner Ebene mit deiner spirituellen Welt verbunden. Und die Es-Beziehung, die trennt, also die totale Es-Beziehung, die trennt dich ab. Aber du bist nie ohne Es und du bist nie tot oder vielleicht in einer mystischen Erfahrung total im Du, aber sonst im normalen Leben bist du immer in beiden in irgendeiner Weise. Was interessant ist, ich habe mit derselben Freundin vorher den Dewey gelesen über Kunst. Und der Dewey, der liebt die Erfahrung. Und die Erfahrung ist das, was, wie die Heidi jetzt gesagt hat, wenn ich was wirklich das, was ich sehe, mich selber verändert, wenn das in mich reingeht, ja, dann verändere ich mich ja durch die Erfahrung. Und der Buber, witzigerweise, der liebt die Erfahrung nicht. Der schimpft immer über die Erfahrung. Das finde ich jetzt nicht so klasse von seinem Buch, aber für ihn ist die Erfahrung etwas, die über diese Es-Welt, die draußen bleibt. So verwendet er das Wort Erfahrung und das widerspricht sie mit meinem Verständnis von dem Wort Erfahrung. Aber deswegen ist das Buch trotzdem sehr interessant und sehr, sehr wichtige Sachen drin. Ich wollte noch was zu dem anderen sagen. Du, Victoria, du hast zuerst gesagt, mit dem hilfreich. Das finde ich auch cool, weil das für Situationen, es ist immer ganz unterschiedlich. Die eine Sache ist für eine Situation hilfreich und für die andere stört es, ja, oder ist sie schlimm. Und dann das, was die Erika gesagt hat mit dem Antworten, das finde ich schön. Das ist ja eigentlich auch biblisch. Ja. Du antwortest Gott, wenn man den biblischen Gott nimmt, oder Gott antwortet dir. Und dann geht es halt für mich ein bisschen in die Verantwortung gegenüber dem Wesen, mit dem ich sozusagen irgendwo eine Verbindung aufbauen kann, dass ich für mich Verantwortung übernehme in der Beziehung mit dem Wesen oder so irgendwie. Ja, so weiter bei dem. Ja, laut Buddhismus, das Wort in Pali ist Upaya. Naja, ich schreibe das. Ich weiß nicht genau, wie man auf Englisch wird das als skillful oder unskillful übersetzt. Ist die Frage, wie das, weil ich glaube, auf Deutsch ist es wahrscheinlich nicht so geschickt oder ungeschickt. Das ist ein bisschen oberflächlich, aber ich finde es eigentlich viel besser als diese helpful oder hilfreich oder unhilfreich bei der Psychologie. Ich finde das bei der Psychologie eher ein bisschen, wie sagt man, messy. Also das, weil es kann doch für mich hilfreich sein und für dich überhaupt nicht. Während Upaya in Buddhismus skillful oder unskillful heißt, dass es für allen, für die ganze Welt, für das ganze Sein, also das ist eine, das geht darüber hinaus, also von moralischen Gedanken oder sonst was, das ist was so in allen, und es ist dann in dem Sinn non-dualistisch irgendwie, also das ist es ist Upaya, ist für das ganze Wesentum, nicht nur für
individuellen. Es sind auch sogar die Insekten drinnen. Also das ist alles, alles inklusiv. Wisst ihr, wie das auf Deutsch bei Buddhisten auf Deutsch übersetzt wird? Upaya? Oh, okay. Ja, ich habe gesucht jetzt, aber ich habe nur ein riesen File gefunden. Ich konnte mich nicht. Was mir klar geworden ist, das ist jetzt eigentlich so ein kleiner Nebenschauplatz, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. Und zwar ist mir klar geworden, warum im Buddhismus immer so bei den Belehrungen immer so auf den langen Übertragungsweg hingewiesen wird, dass das quasi schon eine ganz, ganz lange Tradition hat und diese 1:1, also mündliche Übertragung und dass das schon sehr alt ist, das schützt auch so ein kleines bisschen vor Beliebigkeit und vor diesem Zeitgeist, den wir ja im Grunde genommen, also jetzt auch so die letzten 40 Jahre so unterworfen waren, dass das schon eine alte Tradition ist oder auch jetzt das Alte und Neue Testament, dass das schon alte Traditionen sind und wo ich jetzt die Zitate jetzt auch irgendwie ganz anders lese, also so dieses, so wie wir jetzt mit dem Universum oder wie jetzt mit dem Universum umgegangen wird, so bitte, dann wird euch gegeben, das ist ja jetzt im Moment sehr schon fast en vogue, diese neuen Glaubenssätze, oder da wird die Spreu vom Weizen getrennt oder an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, also so, mir fallen da so ganz viele Zitate ein, die ich jetzt ganz anders interpretiere. Also da kommt jetzt so eine ganz, so ein richtiger Schub an neuen Perspektiven und wie man das so anschaut oder wie ich das so anschauen kann. Und genau, das. Also gerade im Buddhismus habe ich jetzt sehr, und das ist, glaube ich, nicht zeitgeistig, die Olvedi gelesen, die also die weiblichen Blickpunkte auf den Buddhismus, und die waren ja sehr frauenfeindlich. Also eine Frau konnte nicht erleuchtet werden und so weiter und so fort. Und die Olvedi präsentiert den Buddhismus also durchaus auch von einer weiblichen Sicht. Und ich habe zum ersten Mal also wirklich auch die grüne Tara, die ja quasi die Maria des Buddhismus ist, also die mütterliche Fürsorge, mir also genauer auch angeschaut. Und das Tara-Mantra ist sicher auch sehr gut. Also die langen Übertragungslinien sind okay und geben Sicherheit, aber zugleich sind sie auch ein starres Korsett. Und eine der berühmtesten buddhistischen Lehrer unserer Zeit wurde exkommuniziert sozusagen, weil er Frauen ordiniert hat. Also das war, glaube ich, Bhikkhu Anilaya. Und es ist noch immer die sind noch immer frauenfeindlich eigentlich. Das ist ein Nachteil von dieser alten Tradition. Und was mir jetzt einfällt, weil ihr sprecht vom Korsett und von dem maskulinen Blickwinkel und so, der Eisenstein hat ja das, ich war ganz erstaunt, dass er unter dem Thema Orthodoxie, hoppala, da nimmt er die ganzen Institutionen her, ja, die festgefahrenen Institutionen. Und ich war da immer ganz d'accord und wir müssen raus aus diesem Festgefahrenen. Und das, was aber die Sicherheit gibt, das haben wir ja noch nicht. Und da bin ich bei diesem Interbeing von der, wie es die Heidi dargestellt hat. Wir sind jetzt eigentlich alle gefordert, Geschichten zu entwickeln, oder? Die genau. Sicherheit geben wieder, oder Sicherheit muss ja nicht so streng sein, aber einen gewissen Halt geben können. Mhm.
Und die orthodoxe Wissenschaft und die orthodoxe Religion schafft es nicht. Und dieses Verbundensein, das braucht ja Geschichten, die, wie soll ich sagen, als wenn ich mir jetzt als Körper ist ja schon wieder getrennt, aber wenn ich mir als Leib vorstelle, dann bin ich ja einerseits getrennt und ich kann was denken, was kein anderer weiß, wenn ich es nicht sage und so weiter. Gleichzeitig bin ich sofort verbunden, weil ich denke ja in der Sprache und die Sprache kommt von allen anderen und ich esse und ich atme und ich bin ständig verbunden. Und das in schöne Geschichten zu finden, ich meine, es gibt ja die Geschichten schon, aber die irgendwie auch zu sammeln und mit denen weiterzugehen, das finde ich eine coole Aufgabe. Was mich interessieren würde, also wenn man jetzt so ins Persönliche geht, wenn man jetzt diese Weltsicht nimmt, was ändert sich denn jetzt in jedem von uns oder in jedem von euch persönlich, also ganz, ganz auf der persönlichen Ebene jetzt, wenn man anfängt, diese Geschichte zu leben? Also für mich war es erstmal erschreckend wahrzunehmen, wie sehr wir geprägt sind in allem von dieser Trennungsgrundlage des Lebens. Ja? Das ist ja überall, überall und überall und überall. Das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, ja? Aber einfach nur die Erkenntnis, Mann, das ist wirklich, oder Frau in dem Fall, ich bin ja nach wie vor eine Frau, dass es in alle Bereiche hineindringt, in alle Bereiche des Lebens, ohne dass ich das so mitgekriegt habe, ja? Und das finde ich schon erstmal jetzt der erste Schritt, finde ich schon mal sehr spannend. Bevor ich mir jetzt überlege, was ich dann stattdessen machen sollte. Verbindung gehen ist ja immer schön, das ist schon klar. Aber dazu muss man ja auch erstmal fähig werden. Das muss man ja auch erstmal lernen, nicht? Und wir probieren ja ständig und dann geht es wieder in die Hosen und dann probieren wir es wieder und dann ist es wieder nicht ganz so und dann wollen wir perfekt sein. Und ja, ich jedenfalls. Und naja, gut. Das Einzige, was ich ein bisschen fürchte, ist eben diesen Halt zu verlieren. Dass man dann plötzlich so in so einen Strudel gerät, wenn man noch nichts zum sich festhalten hat. Aber ich denke, wenn man es schaffen könnte, sozusagen wie so eine Art ein Holzbalken auf dem See, man braucht ja nicht gleich ein ganzes Boot, aber man kann sich an dem Holzbalken festhalten und dann irgendwie paddeln und dann kommt man vielleicht wieder ans Ufer. So stelle ich mir vor, dass das jetzt die Aufgabe ist. Hier ist wieder Weltkonzert, ich überlasse es euch. Ich glaube, die Taktik der kleinen Schritte einfach. Und ich glaube, während wir das machen, merken wir vielleicht gar nicht immer genau, was wir machen, wofür das große Ganze denn, was es fürs große Ganze bedeutet, oder? Und ich habe mir jetzt vorgenommen, nicht immer alles zu hinterfragen, sondern einfach die kleinen Dinge einfach zu tun und damit beizutragen und anzustiften durchs Vorleben und mir gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Also nicht, dass ich kann ja gar nicht ohne denken. Also so ist es ja nicht, dass ich gar nicht denke, aber eben bisschen mehr loslassen und einfach tun. Victoria, du hast gleich mal wieder rausgesucht. Naja, es ist nur, weil es oft gesagt wird, dass die Bibel und so altmodisch ist oder historisch, natürlich ist es historisch gebunden, aber trotzdem sind verschiedene wichtige Ideen schon drinnen, die eigentlich besonders in der Zeit revolutionär waren. Und dass St. Paulus das geschrieben hat, natürlich heißt das nicht, dass die ganze Gesellschaft sich
in einer Minute sich geändert hat. Aber Victoria, lies das doch, weil du sprichst von das, weil das im Chat steht. Aber wer das hört, weiß ja gar nicht, worüber wir sprechen. Lies doch mal kurz diese Stelle aus dem 9., was du geschrieben hast. Oh, ich habe gedacht, alle können Chat lesen. Nicht? Ja, schon, aber wenn das später Leute das Video sehen, verzeihen. Ja, ja, genau. Bei der Recording, ja. Yeah. Okay, das ist von Galater, von dem Brief zu den Galatern 3:28. Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen, nicht mehr Knechte und Freie, nicht mehr Mann und Weib. Nein, ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und das ist nämlich, das ist ein Interbeen-Idee eigentlich. Und es, auch wenn man über die Natur, ich habe einmal eine ganze Studie über die Natur in der Bibel, wie die Natur geschildert wird, die Naturwelt. Und eigentlich ist es auch alle drinnen. Also das heißt nicht, also diese Idee von, wie heißt das, dass Adam ist, Gott sagt Adam, du wirst, also auf Englisch heißt es Steward von der Erde. Und dass diese Idee, dass die Menschen eigentlich die Erde respektieren müssen. Und das ist, und die Erde eigentlich, es besteht auch irgendwo anders, dass die Erde eigentlich, wenn das Blut von Christus in die Erde gefallen ist, wurde die ganze Erde sein Leib. Und das heißt, es müsste umso mehr so respektiert und irgendwie fast geehrt irgendwie. Also ich kann das ist mein Deutsch, Verzeihung, vielleicht kann die Monja hinein. Ich bin irgendwo gerade woanders mit dem Gedanken. Also. Du schautest wie ein Buddha und ich habe gedacht, dass du, vielleicht kannst du das. Nein, ich hab mir auch, also wie weit wir bis wir unsere Konzepte erkannt haben und das am besten in absichtsloser Freude dann zu überspringen. Also nicht mit, jetzt muss ich das Konzept loslassen, sondern wirklich sich darüber zu freuen, ein Konzept loszulassen. Also das ist nach meiner Erfahrung auch bei der Schattenarbeit sehr essentiell. Und daran arbeiten wir ja alle und in kleinen Schritten, wie die Ramona gesagt hat. Ja. Was ich gerne hören würde, was hat euch jeweils in der letzten Zeit, welches Konzept habt ihr loslassen können? Mir ist es aufgefallen bei der Lektüre von Buber. Der Buber spricht noch öfters von Dienen und Opfern und er spricht in positiver Weise dafür. Ich für mich habe, es gelingt nicht immer, aber ich möchte eigentlich oder ich immer wieder lasse ich das Konzept des Dienens los, weil das Dienen immer einen Herrscher braucht. Und ich würde eher sagen, mich einem anderen Wesen zuordnen oder dem anderen Wesen Aufmerksamkeit schenken oder das, je nach Situation. Aber das Dienen, das möchte ich gerne eigentlich für mich dabei mal loslassen. Nicht um zu herrschen, sondern um aus dieser Herrscher-Diener-Atmosphäre rauszukommen. Und das zweite war das Opfern. Da würde ich viel lieber schenken als opfern. Und sowohl, und ja, das dritte war Beten. Genau, vom Beten spricht er auch viel. Wobei das hebräische Beten, glaube ich, das kann ich den Begriff besser akzeptieren. Das deutsche Beten ist so dem Bitten ähnlich.
Und da hat mir eigentlich unsere Tochter geholfen, die sagen, wenn sie ihr Tischgebet sagen, wir sprechen. Und die betonen das Sprechen anders, das ist ein spezielles Sprechen, aber sie sagen nicht, sie beten. Und das hat mich beeindruckt. Und das sind Dinge, die ich gerne zum Teil schon loslasse, zum Teil wieder immer wieder entdecke und denke, ja, das lasse ich jetzt los. Marie-Rose, von dir habe ich schon lange nichts gehört. Mit Loslassen, naja, ich habe ja meinen Anspruch auf Gesundheit losgelassen müssen oder freiwillig, so eine Mischung. Ja, ich war noch bei dem Interbeing, weil ich das Wort ganz anders verstanden habe oder ja, weil Interbeing dahin geht, alles, also so habe ich es verstanden, auch von Thich Nhat Hanh. Und ich schätze mal, dass Charles Eisenstein es trotzdem auch in dem Sinn gebrauchen müsste, eigentlich, weil Thich Nhat Hanh diesen Begriff geschöpft hat, ne? Oder aus einer Übersetzung aus seiner Sprache, ne? Und das heißt, für mich heißt das, sich dahingehend wirklich damit beschäftigen, da alles beeinflusst und bedingt sich gegenseitig. Und von daher, also diesen plakativen Satz auch, wir sind alle eins, wir sind alle irgendwo das Gleiche, wir sind Fraktale von dem Gleichen. Und von daher geht es darum, in Kontakt zu sein mit allem, was gerade so ist. So habe ich das Interbeing verstanden. Also für mich geht da auch hinein aus dem Buddhismus, dass was immer du tust als spirituelle, ich will jetzt sagen Leistung, aber als spirituelle Tätigkeit, oder dass du es immer für alle fühlende Wesen tust. Also nicht für dich, sondern immer für alle. Ja, ich tue es, weil ich alle bin, ist es eigentlich auch, müsste es selbstverständlich sein, dass ich das auch für alle tue. Ne? Also, aber das ist dann wieder dieser Unterschied zwischen relativer Wirklichkeit, weil ich trotzdem in einem kleinen Körper bin und dieser absoluten Wirklichkeit, dieser absoluten Realität, wo alles eins ist. Und können wir überhaupt etwas tun, nur für uns? Das ist ja dann nicht mehr möglich. Ja, darum ist es eben wichtig, sich daran zu erinnern. Also wenn ich jetzt wirklich Freude habe, dann ist das nicht nur für mich, sondern es freut sich. Also, es freut sich, ja genau, es freut sich. Ja. Und es leidet. Das leidet. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir betonen, dass wir auch da eingeschlossen sind, weil gerade die Geschichte von Frauen war ja immer eben sich aufopfern und dies und jenes und alles für die anderen tun und dass man dann eben nicht eingeschlossen ist in den guten Sachen. Was sollten das ist natürlich auf der anderen Ebene, ne? Aber das sollte man nicht vergessen, dass wir es auch für uns tun, nicht nur für die Welt, sondern auch für uns. Ja, wir sind ja Teil der Welt. Ja, ja, klar. Aber das ist, wenn wir jetzt in der weltlichen Welt sind, müssen wir das immer wieder betonen. Nicht, dass dann das Leiden und das sich aufopfern das höchste Ziel wird, ja, weil man sich selber dann vergisst dann dabei. So wurde es uns ja beigebracht in der Kirche und so weiter und auch in der Familie. Ne? Und insofern wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, auch für die Leute, die das vielleicht da hören und denken, was reden wir da für ein Zeug. Die Erfahrung ist eine andere. Also ich hab als Konzept jetzt allmählich, ich lasse es los, weil ich es loslassen muss. Also das ist das Alter, dass das Alter ein Schlusspunkt ist oder dass du im Alter dann, gut, ja, der Körper hat ein Ablaufdatum, aber auch das ist nicht so, auch immer länger, aber dass du im Alter immer noch auf Überraschungen stoßt. Also das ist jetzt, was ich erfahre. Und also zu resignieren und zu sagen, ja, es geht nicht mehr. Und da überrasche ich mich dann selber immer wieder. Also das ist dann etwas,
ja, wo ich merke, also das Konzept war einfach nur ein Korsett und jetzt, wenn ich das wegtue, dann ist alles da, ist alles offen. Und ich glaube auch für die Gesamtheit ist das Einzelne, das Spezielle, was jede und jeder so mitbringt durch die Perspektiven, mit denen man aufgewachsen ist und die man geworden ist, ist ja das eigentlich ein Geschenk. Ich kann ja die Dinge nicht so wahrnehmen wie die Erika genau oder wie die Marie-Rose genau. Und gerade das ist das Geschenk, was man sich einander schenkt, indem man eben unterschiedlich ist und auch getrennt ist und da gleichzeitig verbunden ist. Also auf deine Frage hin, welches Konzept man losgelassen hat, also das weiß ich noch nicht, ob ich eins losgelassen habe, aber was ich gerne oder wo ich so dran bin, das loszulassen, da hat mich der Jordan Peterson überzeugt, dass man im Grunde genommen das andere mehr Wissen oder anderes Wissen als man selber, also dass man da, also dass ich da so in meine so Überheblichkeit irgendwie so ein bisschen reingeschaut habe und das tatsächlich im Umgang mit anderen feststelle, egal welche Schulbildung oder intellektuelle Vorbildung, wie auch immer, und beim genauen Zuhören und beim Interagieren, und das ist eigentlich was sehr Schönes, und da bin ich jetzt so gerade dabei, das auch zu erforschen, auch was zum Beispiel auch meine eigenen Kinder auch so angeht, dass wenn die sich äußern oder wenn die was sagen, und die sind jetzt auch dabei, sich so spirituell und so zu bilden, da einen so wirklich offen hinzuhören und mal seinen eigenen Sermon irgendwo so ein bisschen zur Raison rufen und sagen, okay, dann musst du jetzt da nicht hier irgendwie großartig, sondern hör dir einfach mal zu, da kommt auch was. Also so, das ist macht mir gerade Freude. Ja, andere können dir ja was wissen, was du nicht weißt. Genau. Die Ramona ist ein Hut auf einer Sofalinne. Abgetaucht. reden wir nächstes Mal noch über Interbeing weiter? Das können wir gerne machen. Wir können das Kapitel lesen und das nächste Mal weiter. Es ist doch sehr interessant. Ne? Ich werde schauen, ob ich ihn so deutsch finde. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo das war, aber irgendwo spricht er auch gerade zwischen diesen, sagen wir mal, scheinbaren Widerspruch zwischen alle Einssein und der Individualität, was aber kein Widerspruch ist. Ich kriege es aber jetzt so gerade nicht mehr zusammen, aber das steht auch irgendwo in dem Buch. Falls du es entdeckst, das Kapitel, das würde mich auch interessieren, dann könnte man das dazu nehmen zum Interbeing. Ja, und sonst lesen wir Interbeing. Ja, schön. Dann wollen wir noch so ein kurzes Schlusswort. Habt ihr irgendwie eine Erkenntnis oder irgendwas aus dem Austausch heute bekommen? Oder was nehmt ihr mit anderen Worten? Wir haben doch vorhin über hilfreich mehrfach das Wort benutzt. Und da kam mir so der Gedanke, ja, wer definiert das? Was für dich, Heidi, hilfreich ist, muss für Monja noch lange nicht hilfreich sein, für Erika schon gar nicht. Und für Marie-Rose sagt, das ist es. Ja, also unsere 6 Reaktionen auf was hilfreich sein könnte, auf irgendein Angebot, sind ja grundverschieden gegebenenfalls. Oder auch gleich und alles dazwischen. Also das war für mich nochmal, weil das war so eine selbstverständliche Benutzung des Wortes vorhin. Und dann dachte ich, nee. Mädels, so selbstverständlich finde ich das jetzt gar nicht. Dann hätte ich einen Wunsch noch. Das waren jetzt mehrere Bücher genannt, dass wir die irgendwie gesammelt in eine Mail mitpacken können, dass die nicht verloren gehen, was noch reinspielt. Und ich würde, also der Charles Eisenstein ist ja das Schöne, dass der lebt. Das finde ich ja, ist ja nur ein bisschen älter als ich. Ich finde die Anastasia-Bücher, der lebt ja auch noch, der ist ja so um die 70, glaube ich, der Russe, und das würde ich auch mal interessant finden,
gegeneinander zu stellen, langfristig, weil Anastasia sind 10 Bände, über 2000 Seiten, das macht man nicht mal so schnell nebenbei, aber der lange Winter kommt ja. Und dann finde ich noch, also Sachen, was mir dann bei solchen Diskussionen einfällt, der gute Rudolf Steiner, die soziale Dreigliederung, ja, dann wird gerade ein Buch geschrieben über Wilhelm Röpke, der hat unseren, wie heißt er denn, unseren Wirtschaftsminister bei Adenauer beraten. Verdammt mich nochmal, Erhard, oder? Also, und also das ist, dachte ich so gerade, weil ihr habt ja auch mit verschiedenen Büchern argumentiert. Erika hat ja auch noch eins reingeworfen und gezeigt in die Kamera. Also in der nächsten Stufe würde ich gerne mal gucken, wie greifen die Zahnräder ineinander. Und mein Gefühl ist, ja, also man kann wahrscheinlich an mehreren Konzepten was zusammen machen und ein neues Bild stricken. Das würde mich langfristig über mehrere Termine interessieren. Könntet ihr die Bücher entweder mir schicken oder noch jetzt in den Chat schreiben, Titel und Autoren und so, und dann kann ich das unter das Video setzen als Anregung. Ja, schön, danke Ramona. An wen gibst du denn weiter? Dann gehen wir mal in schöne Wien. Was nehme ich mit? Ich habe gerade den Eisenstein auf Deutsch bestellt. kommt am 19. Und ja, und von dort werde ich nicht weitertasten, aber ansonsten würde ich euch allen, wie soll ich das jetzt sagen? Ich würde euch alle dazu einladen, euch zu freuen. Über die Welt, über die Natur, über das Sein, über andere Menschen, über Tiere. Genau, über die Mücke, die ich gerade versucht habe, totzuschlagen, soll ich mich auch freuen. Okay, und ich gebe weiter an die Josefina Enrica. Ja, ich werde den Namen vielleicht irgendwann wieder mal ändern, aber es ist ja ganz lustig. Das ist auch was ich, die Josefine, die war mir nie so recht. Ich wollte nie Josefine heißen. Und nachdem ihr mich jetzt alle Josefine nennt, finde ich, das ist irgendwie eine erhellende Geschichte. Ja, ich finde, mir ist jetzt dieser Satz von der Ramona ist mir geblieben. Es ist zwar so ein technischer Satz, aber er ist klug. Wie greifen die Zahnräder ineinander in den Geschichten? Das finde ich einen schönen Gedanken. Was ich jetzt schon irgendwie auch Sehnsucht habe, wenn man so eine Stunde lang redet zu irgendeinem Thema. Früher, wenn wir uns getroffen haben, dann war ja oft dann so, 5 Minuten Meditation oder Stille oder irgendwie eben in so eine Stimmung gehen, wo nicht gesprochen wird, sondern so diese gewisse Art von sprachfreien Interbeing zelebriert wird. Und auf das hätte ich jetzt gerade Lust, aber das können wir anders mal machen. Und das wollte ich mitgenommen, was habe ich mir denn alles mitgenommen? Ja, einerseits die Zahnräder, ich bleibe bei dem Zwischen, auch das Interbeing vielleicht auch, wenn es nicht, ich weiß jetzt nicht, ob der Eisenstein das so meint, zwischen alter und neuer Story, das ist jedenfalls ein schönes Gefühl. Ich gehe weiter an die Marie-Rose. Ich habe gerade Schwierigkeiten. Die Schwierigkeit, ja, was nehme ich mit? Mir fällt gerade nichts ein. Das war für mich heute, ich habe einen roten Faden nicht gefunden. Ja, das nehme ich mit. Dass das einfach manchmal auch vorkommen kann, dass ich den roten Faden nicht finde. Soweit. Dann sind wir alle gewesen, oder habe ich das auch verpasst? Wir sind noch nicht alle. Du, Heidi? Ja, Erika, hast du schon? Ja. Du bist stumm jetzt gerade. Irgendwie. Jetzt so. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass ich, also
dass wir einfach ein sehr, also ich habe das Gespräch jetzt genossen, auch roter Faden war mir jetzt nicht, ist mir jetzt nicht abgegangen, aber einfach die Verbindung zwischen uns. Und ja, ich habe mich gefreut, euch zu sehen, oder ich freue mich noch, euch zu sehen. Und genau, und ich würde gern auch noch da dranbleiben, wenn es passt. Wir werden sehen, Marie-Rose, gell? Ja, schön. Ja, okay, Heidi. Ja, danke. Die Anregung von Birgitta finde ich schon gut, weil wir sind, also vor allen Dingen heute, weil wir auch über irgendwas reden, sind wir schon sehr in so einer mentalen rein mehr oder weniger rein kopfigen Stimmung gewesen, nicht? Und da vielleicht mal das nächste Mal das auf einer bisschen tieferen Ebene uns einzustimmen, wäre vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Das können wir ja nächstes Mal nochmal dran denken. Ist natürlich für Leute, die das anschließend sehen, wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber die können ja dann springen, wenn sie nicht selber die Meditation mitmachen wollen. Ich fand es auch sehr schön. Ich finde, wir sollten das öfter machen, uns Texte nehmen oder Aussprüche oder was und uns dann darüber austauschen. Ich finde es sehr bereichernd, von euch was zu hören. Denn ich selber kann mir ja nur meine eigenen Gedanken machen und die sind ja doch einigermaßen beschränkt, würde ich mal sagen. Dankeschön für die Co-Kreativität, Co. und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut.